But I want to. Jetzt wissen wir in Al-Harrana oder Al-Harrana Schluss, aber das war nie ein Schluss, das war ein Karawanserei von Umayyad Zeit, von 8 Jahrhundert nach Christus. Die beiden Namen sind richtige Namen, weil bis 9 Jahrhundert nach Christus die arabischen Buchstaben haben keinen Punkt. Die Unterschiede zwischen H und H auf Arabisch nur ein Punkt. Harrana, das bedeutet Lava, Feuerstein, Basaltwüste, und Harrana, das bedeutet Kaninchen. Und in dieser Tal dort, es gibt viele Kaninchen, und Sie können von hier sehen, die ganze Bezirk dort, die ganze Gebiet hat Lavafeuersteine. Deshalb, die beiden Namen sind richtige Namen. Das war ein Karawanserei von 8 Jahrhundert nach Christus mit 2 Etagen. In der ersten Etage, wir haben zuerst die Haupteingang, und das war dort. Direkt nach diesem Haupteingang, wir haben die Pferdestallung. Und nachher, wir haben Ruhe, Schlafzimmer für Diener, Dienerin, die arme Händler oder normale Leute. Und dann, wir haben von hier und von dort gegenüber, wir haben die Treppen, die Stufen, und Sie können später das sehen und bemerken, die Stufen sind sehr bequem, weil das war für verschiedene Generationen. Für die Kinder, für alte Leute, für Jugend, junge Leute und so weiter, für die alle. In der zweiten Etage, wir haben ein anderes Schlafzimmer, Ruhezimmer, das war wie Junior Suite heute, das war sehr Luxus, und das war für aristokratische Familien, für reiche Händler. Und deshalb in der zweiten Etage jedes Schlafzimmer. Es gibt zuerst Wohnzimmer, und auf jeder Seite es gibt es 2. Das war wie Junior Suite heute in unseren modernen Hotels. Natürlich in der Umayyadische Zeit, in 8 Jahrhundert nach Christus, wir haben hier eine Terrasse, war auf jeder Seite ein Bogen, und die Terrasse war dort, aber wir haben in 1927, letzte starke Erdbeben war hier in Jordanien, und die meisten von unseren archäologischen Plätzen, archäologischen Städte sind kaputt wegen Erdbeben. In unserer Geschichte waren 2 erste starke Erdbeben in Jordanien, das war in 747 nach Christus, und der letzte starke Erdbeben in Jordanien, das war 1927. Und deshalb die meisten von unseren archäologischen Plätzen sind kaputt. Ich habe schon gesagt, in typischen arabischen Karawanen war immer zwischen 200 bis 1000 Dromedaren. In typischen arabischen Karawanserei immer es gibt einen Platz für die Pferde, aber es gibt keinen Platz für die Dromedaren. Die Dromedaren waren immer draußen. Deshalb hier, wir haben nur Pferdestallung und Ruheschlafzimmer für reiche Leute oder für normale Leute, für arme Leute und so weiter. Jetzt wir gehen zusammen und wir werden die zweite Etage besuchen. Und das zeige Ihnen etwas sehr Besonderes, das ist das Klimasystem von Umayyadische Zeit. Okay, bitte kommen Sie. Bitte schauen Sie die Stufen, sie sind sehr bequem.
In typischen arabischen Häusern, wir haben immer zwei Formen von Fenster. Wir haben ein Fenster, wie diese hier, und Sie können das von hier sehen. Das geht nicht gerade, das geht ungefähr 30 bis 40 Grad auf normale Weise, rechte Seite oder linke Seite, egal. Und wenn Sie machen das so, Sie können sehen, es gibt nur Luft ohne Staub, ohne Sand. Und das ist das Klimasystem von Umayyadischer Zeit. Und die zweite Tüben oder Atem vom Fenster sind immer oben und sind immer sehr groß. Und das war zu mit dem Glas. Und das war nur für Licht. Ja, am Tag, das war durch normales Licht. Am Abend oder am Nacht, das war durch Öllampe oder normale Beleuchtung. Und deshalb, das ist sehr interessant. Okay. Sie können das hier sehen. Es gibt nur Luft. Ja, bitte. Diese Loch am Ecke dort, das war ein Klo, die Toilette heute, aber von 8. Jahrhundert nach Christus. Okay. Davor sitzen Sie die Stufen hier. Hier, wir haben etwas sehr interessant und sehr besonderes. Sie können sehen, dieser Raum hat eine besondere Dekoration mit verschiedenen Schmuck. Und Sie können auf jeder Seite das sehen, wie diese Bogen. Und auch ganz oben, Sie können dieses berühmte Motiv für Lebensbaum oder Olivenbaum-Motiv, das ist sehr berühmt von Umayyadischer Zeit. Wir wissen, die alle Informationen über diese Gebäude und Karawanserei und die anderen Informationen von dieser alten arabischen Inschrift. Und Sie können das hier sehen, das ist original, nicht neu. Das ist von 710 bis heute. Es gibt viele Leute, die glauben, dass der gute Baustil beginnt im Mittelalter. Aber die Wahrheit, gute Baustil beginnt in römischer Zeit. Und nachher, die Umayyaden haben das auch nochmal benutzt. Und nachher, das haben wir in Europa im Mittelalter. Sie können das hier sehen. Das ist sehr klar. Bitte sehen Sie das ganz oben. Das ist
gutes Baustil, aber von 8 Jahren 100 Jahren ist es. Die Haupteingang liegt unten. Besucher sind kommen. Bitte von hier zu machen.